Fußballschule von SAS zeichnet aus der Umgang der Trainer mit den Kindern und Jugendlichen, ein hochwertiges Training und die Beschäftigung mit dem christlichen Glauben. Außerdem ist die Fußballschule von SAS sehr interessant für glaubensferne Kinder und Jugendliche. Ja, wie läuft so eine Fußballschule bei SAS ab? Es geht in der Regel 5 Tage so eine Fußballschule und es gibt die mit und ohne Übernachtung. Genau, wir treffen uns morgens, gehen auf den Platz und trainieren auf dem Platz in den Schwerpunkten Koordination, Technik, Torschuss und Spielform. Wir machen immer wieder Shootouts, also Torschusswettbewerbe. Dann haben wir auch eine Mittagspause, wo wir Mittag essen und dann auch eine Andacht hören und auch, was die Trainer jeweils mit Gott erlebt haben. Und dann gehen wir wieder auf den Platz und in der Regel, wir machen uns dann immer warm natürlich auch vor dem Training, genauso nachmittags dann auch und werden dann, haben dann jeden Tag unterschiedliche Turnierformen. Ja, das Ziel von so einer Fußballschule von SAS, Sportler ruft Sportler, ist einfach die Kinder und Jugendliche, die da sind, dass man die für Jesus begeistern, dass man die für Fußball begeistern und darüber hinaus noch auch im Charakter weiterbringen, auch mit Werten wie Wertschätzung, Respekt, Vertrauen. Ja, das ist so das, was uns wichtig ist bei der Fußballschule.